Moin Moin, es geht weiter, die Reise im All. Wir brauchen immer noch ein Depot. Wenn das Mädel mal den Mund hält. Da kriegen wir noch Eisen her. Aber helfen wir dem mal. So, ich stelle mich hier mal so schräg hin, damit ich gleich hoch oder runter gehen kann, um zu töten. So, jetzt müssten wir aber 10 haben, oder? Unterkünfte, Depot. Endlich. Ja, das Depot. Wo bauen wir das denn hin? Eigentlich muss es nah bei der Raffinerie sein, finde ich. 1, 2. Ja, bauen wir hier hin. Oder kriegen wir es? Nee, kriegen wir nicht. Es ist ja auch ein Brocken. Die Raffinerie und, naja. So, ich lasse euch mal alleine. Ihr kriegt das schon hin. Ihr seid ja groß, ne? Die Raffinerie hat jetzt hier auch einen Punkt. Das ist nicht die Raffinerie, das ist das Depot. Das ist ja riesig. Resources collected. Hier ist die Raffinerie. Achso, ich habe das Depot da oben rangebaut. Ah, gut. Hangar. Genau, jetzt wird entladen. Montro ist schon bereit. Schwefel kann man gebrauchen. Lithium und ist was denn kommen? Nee. Eil dich mal. Okay, hat's sie gemacht. This is not why we came here. Wallace? Du bist doch eine Frau. Ich nenne dich Susie. So. Ich benenne dich auch nochmal um. Minsky? Auch Minsky finde ich ganz nett. Minsky bleibt. Resource beaming complete. So, dann könnte man vielleicht langsam mal. Was haben wir noch so? 4 Eisen. Repariere, zerstört Energieknoten. Hä? Wo ist ein zerstörter Energieknoten? Über uns irgendwo, ne? Resources collected. Oh! Da ist ein kaputter Energieknoten. Noch einer auf dem Flur. Alter Schwede. Geht das schon mal gut ab hier wieder mit den Lebewesen? This is the refinery. Ach, ich wollte doch nur die Maus drehen, du. This process takes time. To increase refining speed, aside. Ab zum Treibhaus. Mitarbeiter haben wir, ne? Können wir nicht noch eine Pflanze pflanzen? Yari, was immer diese Yari bringt. Ach, die bringt HCI. Es ist kein H. Zwar, ist nichts für uns, glaube ich. Ist für irgendwie Aliens. Könnten eine Alien-Besatzung haben, aber gut, das pflanzen wollen wir nicht. Keller. Hm?
Das sind die schicken Unterkünfte mit einer schicken Aussicht. So. Na, da ist auch ein kaputter Energieknoten. Gott sei Dank hat er mehrere, sonst hätten wir schon hier ein Problem. Haben wir überhaupt noch Menschen an Bord, die hier Jobs übernehmen könnten? Affenressourcen? Schwefel? Ah, okay. Achso, das ist auch das Depot, da brauche ich keine... Bei den kleinen Depots sind die Aliens meistens rausgegangen. Da konntest du hier so eine Waffe hinstellen und dann war alles gut. Aber also im großen Depot muss ich mal gucken. Hier wollte ich mal einen reinpacken. Haben wir überhaupt noch einen? Nope. Das heißt, wir brauchen ein Klonlabor. Und dafür brauchen wir wieder Energie. Ah. Ah, wir haben einen. Wir können einen Reaktor bauen. Das ist ja schon mal was. Und die Reaktoren sind irgendwie klein. Ach, unser Biotank haben wir ja auch weggeballert. Scheiße, wir brauchen einen Biotank ja auch wieder. Man könnte hier so in Reaktoren oder die Reaktoren hier so ranbauen. Ah, ich baue die hier so in Reihe. Dann kann hier was kaputt gehen und trotzdem. Haben wir hier noch drüber Saft. Biotank. Jetzt brauchen wir wieder Eisen. Es ist ein Fluch. Wie schaut's denn aus hier? 11 Schwefel, 0 Eisen. Ach, Kacke. Ich weiß nicht, ob wir die Pflanze schon eingesammelt haben, den Farn. Wenn nicht, gehen wir jetzt mal ein bisschen auf Reisen. Montro, komm. Erstmal so, Harvester Destination. So lang. Launch Sequence activated. 9, Launch Sequence activated. 7, 6, da holen wir uns die Pflanze 5, und verpieseln uns wieder. 3, 2, 1, 0. Launch Sequence activated. Der Hangar wird benötigt, um Rohstoffe vom Planeten her. Schon klar. So, Biotank brauchen wir demnächst und alt ist es ja neblig. Das Eisen ist. Soll denn hier eine Pflanze sein? Hier! So ein Haufen. Alter Schwede. Oh, das ist nicht gut. Alter. Dieser giftige... Die hinterlassen so einen giftigen Rauch. Das ist echt heftig. Ich glaube, wir spielen hier auch schwer oder so. Mit der Firma. Ich will hier wieder schnell weg. Ach so, ich habe noch gar nicht erkundet. Kacke. Aber ich glaube, wir haben ja schon alles gescannt, ne? Aber ich weiß nicht, ob der auch ab, so Sachen, Abstürze, abgestürzte Satelliten oder so mit scannt. Wäre ja cool.
ist weit und breit nichts. Lass uns nochmal schnell was abbauen hier und dann hauen wir ab. So, Schiff ist voll. Weg hier. Weg, 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 weg. Lass uns ja abhauen, Montro. Warning. 9, launch sequence activated. 7, 6, 5, 4. Ich höre sie schon. 3, 2, haut die ab. Haut ab. 0. Boah, ist das hell. Gelagerte Pflanzen werden im Depot gelagert. Ist doch schön. So, schnell gucken. Hey! Drecksviecher. Ja, ich weiß, ich brauche einen Biotank. Hat er gut erkannt. Reaktor. Ich wollte ja nur die Pflanze haben. Wir brauchen immer noch Eisen. So, Pflanze haben wir abgefarmt. 4 Lithium, aber Lithium sollten wir ja so noch genug haben. Ein Fundort. Den holen wir uns auch noch. Wie sieht es bei euch aus? Ihr könnt nichts mehr scannen, ne? 0 Eisen. Da habt ihr noch Schwefel. Ja, holt mal Schwefel hoch. Tut doch mal was für euer Geld. Wir haben noch ein Lager. 1 von 20. Das ist ja nicht viel. Er ballert alles ins Depot. Ja gut, Schwefel können wir aber auch gebrauchen. Wenn er die Pflanze jetzt ins... ja, das habe ich mir geahnt im Depot. Resource acquired. Wo ist er? Hey, du kleine Ratte. Unten hier irgendwo, ne? Hey, du Kanalratte, kommst du her? Oh, dieser giftige Kacknebel, ey. Wir brauchen hier unbedingt mehr Personal und mehr Waffen. So. Jetzt erstmal... ganz schnell zu unserem Gärtner. Und dann pflanzen wir jetzt eine gute Pflanze, den Farn. Processing. Pflanze mal. Hier. Wo ist er? Pfeifenkopf. Das ist eine Frau, ne? Keller? Mann oder Frau? Resources collected. Ist egal. Mach mal Farn. Ich hoffe, das Schiff ist jetzt, Alter, bringt die Pflanze. Die müssen wir durch die Raffinerie. Ab in den Hangar. So, Montro, weiter geht's. Galdros. Harvester Destination set. Schiff starten. Das ist alles noch leicht, ne? Ich will gar nicht wissen. Ja, ich brauche einen Biotank, ich weiß. Wäre nur kurz diesen Gegenstand abholen, vielleicht noch Ressourcen reinballern und dann verlassen wir dieses System, Sektor, whatever.
So, bitte mal nette Tiere. Gar keine wären mal ganz nett. So, hier können wir schon mal nicht weitergehen. Manchmal sieht man das, wenn es so ein abgestürzter Satellit ist oder Monolith. Accessing Archives. Oh. So ein kleiner. 20%. Na, wo sind sie? All phases complete. Da. Was ist das? Ich kann es nicht lesen. Dies wird die Ressourcen einiger... Ich weiß nicht mehr. Alter Schwede. Ich hätte doch das Tutorial machen sollen, das war irgendwie einfacher. Eine Sache hast du bisher erst geschafft, Montro. Alter. Oh, 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 oh. Kommst du nicht zum Abarbeiten hier? Das gibt's doch nicht hier, echt. Wieder mal kacken, ey. Oh, hä? Ach, der war tot. Ich bin durch das Nebel gegangen oder so. Oh. Kommen sie von allen Seiten oder was? Haben das Schiff voll. Ein Behälter fehlt noch. Komm, machen wir mal schnell. Und dann weg hier. Drecksviecher. Hier kann ich die Kuh auch gar nicht einzeln runterschicken. Die würden das gar nicht überleben. Wir sterben. Warum ist das so hell hier drin? Tut ja meinen Augen weh. Bleib in Bereitschaft. Du kannst Kuhmitgliedern befehlen, Ressourcen zu sammeln und, habe ich mit gerechnet, ihr Pestköpfe. Ey, wenn die anderen Viecher, die dann später kamen, ja, die ein bisschen schwerer sind, also wenn die einzelnen kleinen Käferchen schon so nervig sind, zu viele am Anfang, und da will ich gar nicht wissen, wie nervig und stark erst die Großen werden. Schwefel macht er noch. Naja, ich helfe euch nochmal. Dann hauen wir hier ab. Resource acquired. Oh.
Resource beaming complete. Resources collected. Resource beaming complete. Ich glaube, Schwefel können wir auch erstmal sein lassen hier. Wie viel haben wir jetzt Schwefel? 9 Stück. Ah, ich hasse das. Im Depot. Okay. Ah, ich bin schon mal vorbei, verdammt. Kurz warten, bis der grüne Duft weg ist. Also im Tutorial waren die Viecher, hatten sie das nicht gehabt. Ist ja alles heile, oder? Resources collected. Weil die kommen aus den Ressourcen, die man einsammelt. Das ist das Ding nämlich. Darum wollte ich nämlich auch das Depot, die Raffinerie, daraus können sie kommen, Traktorstall können sie kommen, von den Schiffen können sie mitkommen, dass wir diesen ganzen Kram auf einer Seite haben und der kann dann verrecken. Ich werde hier auch keine Verbindung setzen, weil sonst würden sie diese Systeme angreifen. Das sollen sie ja nicht. Mit hier machen wir nochmal später eine Barriere oder sowas. Gut, wir brauchen definitiv Personal. Wir brauchen aber erstmal einen Biotank. Dafür brauchen wir Eisen. Ihr merkt schon, es gibt immer was zu tun. So. Und wenn wir mit dem Schwefel noch nicht fertig sind, wir springen erstmal in ein anderes System. So, wir wollen noch ein bisschen Planeten scannen. Wo bin ich denn überhaupt? Da. Die hatten wir, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich war und wo nicht. Gucken wir einfach mal hier. So, als erstes scannen wir mal wieder eine Runde. Sascholl. Oh, da müssen wir lange scannen. Das scheint wohl ein großer Planet zu sein. Oder unser Scanner ist im Arsch. Ich hoffe nicht, dass das geht. Weltraumschrott, ja. Scan mal Weltraumschrott. Oh, hier gibt es viel Weltraumschrott. Das finde ich gut. Weil dann können die Jungs nämlich scannen und wir können dann nämlich was anderes machen. Beam meine ich. Oder scannen wir schon Nachbarsysteme. Och, der scannt ganz schön lange. Ich brauche da... Dieses Scannen, das muss ein Klon machen. Ich bin ja auch ein Klon, aber es kann irgendwer anders machen. Mann, oh Mann, das Scannen ist echt langweilig. So. Erstmal zum Raum mit Traktorstrahl. So, Jungs. Eisen, Schwefel, Lithium. 2 Fundorte. 2 Fundorte und Uran. Uran haben wir noch nicht. Da gibt es hier eine Pflanze und Eisen. Das ist natürlich alles geil hier. Beam aktivieren. Ich gehe dann schon mal rüber. Da könnten wir jetzt schon... Biotank brauchen wir noch. 3 Eisen. Warum habe ich denn keine Eisen? So. Ne, Hangar war glaube ich da drüben, ne? So, Montro, schnall dich an. Wir holen uns jetzt erstmal hier schön Uran. Harvester Destination set. Launch sequence activated. 9, launch sequence activated. 7, 6, resources 5, collected. 4, Montro. 3, 2, 1, 0. Launch sequence activated. So.
So, bereit. Bitte lass es ein einfacher Planet werden. Bitte, bitte einfach. Bitte, bitte einfach. Erstmal scannen. Scannen sage ich. Erstmal einmal ein bisschen Uran abbauen. Uranerz. So, machen wir weiter, ne? Jetzt weißt du, was du sammeln sollst, Montro. Gib Gas. Warum höre ich das dreimal? Ah, das sind die Kackwürmchen, die sind nicht so schlimm. Was ist das denn hier? Alter! Munition! Das ist schön. Oh. Ach, genau da, wo ich nicht hingucke. Sind ja schnell die Würmchen. 60%. 80%. Kleine Mini-Raketenwürmer. All phases complete. Was krabbelt denn da? Ah, das sind diese Arschbugs. Die da ein Vergasen. Was haben wir da überhaupt? Landungsgeschwindigkeit. Crew-Expeditionen sind schneller. Das ist cool. Zwei Fundorte waren angesagt, ne? Hier. Ein Grab. Schon nett. Er hat eine Waffe für uns. Eine Gatling Gun. Ich würde gerne Gatling Gun haben wollen. 40%. Man hört Montro arbeiten. 80%. Du schaffst das. Was haben wir? Anzug-Upgrade. Okay. Das war jetzt, glaube ich, von einer anderen Firma. Kommt denn hier alles? So, Uran. Wie viel Platz haben wir noch? Zwei. Alter, die kommen alle aus der selben Ecke rein. Bleib doch mal liegen. So. Das müsste dann der letzte sein und dann sind wir weg. Oh, diese schöne Biomasse. Weg. Lass mich noch rein. Boah. Wir wollten nur die Standorte haben. Also die zwei Upgrades. So, schnell raus und gucken. Rechts ist sauber. Links ist auch sauber. Unterm Schiff ist auch nichts. Gut. Dann bitte mal entladen. In der Zwischenzeit haben wir jetzt endlich mal
Immer noch kein Biotank. Zwei Eisen? Oh, jetzt bin ich Eisen. Geh mal gleich hier zum Traktorstrahl hin. Die sollte doch hier Eisen abarbeiten, oder nicht? Gib mal Gas. Resource beaming complete. Ich dachte, ich komme wieder und ich kann hier einen Biotank bauen. Resource acquired. Mensch, Jungs, was macht ihr denn hier? Die haben bestimmt die ganze Zeit Computer gespielt, als ich nicht da war. Nichts gemacht. Resources collected. Oh, 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 oh. Depot. Komme ich hier zum Depot? Wo bin ich denn hier? Ah, da muss ich lang. Durch die Raffinerie und dann... Ein Kackwurm. Ah, da! Hinten. Alles sauber, alles heile. Wunderbar. Ja, wir brauchen mehr Personal. Definitiv. So, Klonlabor. Wir brauchen Biotank. Biotank bauen wir genau hier so parallel. Da ein bisschen Energie. Kommt hier ein Biotank. So, jetzt wo wir einen Biotank haben, haben wir noch einen kleinen. Wir brauchen wieder Eisen. Für das Klonlabor. Hey, weg. Resource beaming complete. Resource acquired. Resource beaming complete. Resources collected. Na, war's das vielleicht schon? In our clone laboratories, new clones can be created and added to the crew. Thanks to superior genetics, advanced technologies, we are also able to combine human DNA with DNA we collect in outer. Ihr macht das hier weiter, ja? Ach, jetzt haben wir wahrscheinlich keine Biomasse, kann das sein? Biomasse 0 von 20. Ach, Kacke. Ist das Schiff schon entladen? Jawohl. Haben wir noch einen Planeten, der interessant ist? Der hat 8 Eisen. Das ist schon mal geil. Der hat einen Fundort. Und Schwefel. Schwefel können wir gebrauchen für Waffenbau. Harvester Destination set. Den machen wir noch. Den einen. Den einen Planeten machen wir noch mal schnell. Montro! Wo bist du? Abmarsch. Komm, komm, komm. Das ist so das, was süchtig macht, finde ich, an diesem Spiel. Man will noch das eine Modul bauen, dann braucht man noch die einen Ressourcen, dann muss man nochmal schnell, ach komm, nochmal schnell irgendwo hin landen. So. Oh. Das ist eine Absturzstelle. Accessing archives. 20%. Ja. Ich komm da nicht hoch? Schade. Deactivate. Accessing 40%. Archives. 60%. 80%. 80%. Oh, Waffen-Upgrade? Weapon added. Eine galaktische Schrotflinte. Das ist geil. Die nehme ich. Oh, ah! Dreckige Kackkäfer wieder. Aber jetzt brauche ich mal eure... Brauche ich das Bio-Zeug von euch. Das scheiß hohe Gras, da sieht man sie nicht.
Waren das ein Fundort oder waren es zwei? Ich habe es mir jetzt nicht gemerkt. Crewmitglied geheilt. Schwefelerz gesammelt. Hast du gut gemacht? Ja, hier ist noch einer. 20% life form detected. Oh. 40%. Man sieht hier diesen scheiß Gras nicht. 60%. 80%. All phases complete. Oh. Nur ein toter Bug ist ein guter Bug. Ach. Übersehe die hier scheiße mäßig. Und verbesserter Helm? What the fuck? Was ist das? Das ist ein Stein. Das ist ja hier wie bei... Was? Das habe ich noch nie gesehen. Was ist das? Hat das gerade Steine gekotzt oder was? Oder kommen daraus die Käfer? Alter... Ey, den kill ich. Hast du was hinterlassen? Eine Probe? Natürlich nicht, ein geiziges Vieh. Ja, das habe ich noch nie gesehen. Das ist wirklich cool. Ich habe jetzt wirklich schon mehrere Stunden das Spiel gespielt und es kommen immer noch neue Viecher. Das finde ich echt cool. Es ist zwar immer so ein bisschen dasselbe, man... Was ist das? Eher-Phase. Passive Lebensform. Der massive Körper ermöglicht das Überstehen physischer irgendwas. Okay. Gucken wir uns dann mal an, wenn wir das eher erforschen müssen. Aber wir brauchen mehr Leute und schnell weg. Das war ja cool. Das war ja eine coole Lebensform. Ich hoffe nur nicht, dass wir die jetzt mit dem Schiff mittransportieren. Und der da Käfer kotzt. Ich weiß nicht, ob das Steine oder Käfer sein sollten. Guardians of the Galaxy, da gab es so ein Steinmonster, was angebetet wurde. Das war ein cooler Film. Ach, Galaxy Quest war das. Was habe ich denn gesagt? Nee, Guardians of the Galaxy war es nicht. Entschuldigung. Galaxy Quest, diese Star Trek-Verarsche in gut. War ein guter Film. Da kam Steinmonster vor. Weißt du noch, wie der hieß, Mathilde? Ja, die haben es ja angebetet. Ist das nicht irgendwie Gardosch oder sowas? Oder haben die einfach kaputt gesagt, die Aliens? Du findest das raus. Das ist gut, wenn du das rausfindest. Lebensform gleich hier. Ist tot? Tot? Ja. Dann klonen wir uns nochmal. Brauche ich nicht. Klone. Resource acquired. Den haben wir bisher entdeckt, aber wir brauchen noch mehr Proben, um die zu erforschen. Cloning initiated. Machen wir erstmal. Neues Crewmember. Uriknack? Uriknack. Nee, kann ich mich nicht. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Guriknack hieß das Vieh. Knack. Gnack. New clone arrived. Egal, es ist.
So. Nummer 1. Und dann nehmen wir nochmal einen weiblichen Klon. Achso, wir brauchen 7 Biomasse. Die sind ja irgendwie teurer. Okay. Im Tutorial waren es 5. Peyton. Ah, Peyton, Peyton, Peyton. Du gehst in die Raffinerie. Survival Guide updated. Wartungsabschaltung, Depot. Power reestablished. Life systems operational. Ich glaube, wir packen hier mal einen Mitarbeiter rein. Ach, kann ich ja nicht. Das ist ja. Ey, sieht ja cool aus mit den ganzen Ressourcen hier. Nee, der soll in die Raffinerie, das ist wichtiger. Damit wir schneller an Ressourcen kommen. Job assigned. So. Ach, das Video ist ja schon wieder ein bisschen zu lang. Schwefel. Das könnte man noch echt abernten, leider die 8 Eisen. Vielleicht noch die Pflanze mitnehmen, falls man mal irgendwie sowas braucht. Scammer ab. So, ja. Wir gehen nächstes Mal noch auf den Planeten und holen uns dann nochmal die Pflanze. In der Zwischenzeit könnten wir noch mehr Waffen bauen. Das ist eine Idee. Wir brauchen noch Unmengen an diesen, von diesen Waffen. Wäre mal auch eine Idee, dass man da mal jemanden hinstellt. Haben wir noch welche? Access granted. Natürlich nicht. Resources collected. So, Verteidigungsanlagen. Geschütztor. New materials have been refined. Wow. Was braucht die Schrotflinte? Haben wir Munition für die? Jawohl. Die testen wir nächstes Mal. Ich freue mich schon drauf. Ja, wenn euch das Spiel gefallen hat oder noch mehr sehen wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare oder hinterlasst mir ein Like. Über ein Abo würden wir uns hier auch freuen an Bord. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.